Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat April. Im April habe ich bisher insgesamt 6 Bücher gelesen, wobei wir heute den 27. April haben, ich es aber einfach nicht mehr schaffen werde, den Monat Videos zu drehen. Das heißt, sollte ich wieder erwarten, noch irgendein Buch schaffen, dann wird es einfach in den Lesemonat Mai hinzukommen, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber so kann ich es euch abdrehen und dann auch relativ zeitnah einfach meinen Lesemonat hochladen. Ja. Begonnen hat mein Lesemonat mit diesem Buch. Da gibt es auch schon eine Rezension von mir, und zwar von Gail Forman, Nur ein Tag. In diesem Buch geht es um Allison, welche auf Europareise ist und dort Willem kennenlernt und mit ihm einen Tag in Paris verbringt. Wer mehr dazu wissen möchte, ich verlinke euch meine Rezension unten in der Infobox. Mir hat das Buch super, super gut gefallen. Ich habe es in einer Leserunde bei Lovely Books gelesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir super gut gefallen und war ein absolutes 5-Sterne-Buch von mir. Ich mochte den Charakter der Allison auch sehr. Ich glaube, manche hat es genervt. Ich fand ihn sehr schön und hatte sehr schöne Stunden mit diesem Buch. Weiter ging es, mein Monat war sehr Gail Forman-lastig. Und zwar von Gail Forman, Wenn ich bleibe. In diesem Buch geht es um Mia, die ihre Eltern nach einem Autounfall verliert. Ja, und viel mehr dazu verrate ich euch in meiner Rezension, die ich auch unten verlinken werde. Auch das Buch hat mir super gut gefallen. So ein, zwei kleine Schwächen, aber insgesamt habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Also ein wirklich schönes Buch. Ich möchte mir jetzt auch noch den zweiten Teil, habe ich jetzt recherchiert, dazu holen. Und zwar Nur diese eine Nacht. Da geht es dann irgendwie weiter. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann habe ich eine Trilogie beendet, und zwar mit diesem Buch, Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz. Dazu werde ich euch nachher auch noch eine Reihenvorstellung abdrehen. Das heißt, wer dazu mehr wissen möchte, kann sich dann, wenn sie online ist, die Reihenvorstellung anschauen. Mir hat das Buch wieder sehr gut gefallen. Ich mochte diese Zeitreisereihe ja sehr, sehr gerne von Alexandra Pilz. Ich fand den letzten Teil einen ganz kleinen Tick schwächer, waren auch nur in Anführungszeichen 4 Sterne, aber trotzdem ein gelungener Abschluss, wie ich finde, also ein schönes Buch, und mehr dazu gibt es in der Reihenvorstellung. Dann tatsächlich wieder ein Gail Forman Buch, und zwar Und ein ganzes Jahr. Das ist quasi der zweite Teil von Nur ein Tag. Und dieser Teil ist aus Willems Sicht geschrieben, das heißt, wir erfahren, wie er in Paris war, beziehungsweise dann auch, wie sein Jahr nach Paris verlaufen ist. Hat mir auch gut gefallen, war allerdings, fand ich, einen Tacken schlechter und deshalb auch 4 Sterne. Aber es war interessant zu sehen, wie er das Ganze sah, und vor allem, weil ich im ersten Teil irgendwie nicht aus diesem Jungen schlau wurde und nicht so ganz durchgestiegen bin. Hier wird vieles klarer, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Und ja, das war das nächste Buch. Dann habe ich beendet von Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Ich glaube, zu diesem Buch muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Das kennt wirklich jedes Kind und jeder Erwachsene. Ich liebe es zwischendrin, so Kinderbuchklassiker auch immer mal wieder zu lesen. Ja. Hat mir wie immer super, super gut gefallen. Ich habe das meistens abends eine Geschichte, ein Kapitel gelesen, so kurz vorm Einschlafen. Fand ich das sehr, sehr schön und hat natürlich volle 5 Sterne bekommen. Und ich muss jetzt mal schauen. Ich habe leider keine ungelesenen Astrid Lindgren Bücher, beziehungsweise auch keine, die ich nicht vor allzu langer Zeit gelesen habe. Entweder ich krabbel mal bei meinen Eltern auf dem Dachboden, ich glaube, da stehen noch Bände, oder ich werde mir noch 1, 2 anschaffen, weil ich mag die Bücher einfach und ich finde, ja, ich habe sowas auch gerne in meinem Bücherregal stehen, so Klassiker und Kinderbücher, und deshalb absolute Empfehlung, klar. Und mein letztes Buch ist gleichzeitig auch mein Monatshighlight, und zwar von Juli Leutze, Für einen Sommer und immer. Ja, das Buch hat mich echt geflasht, weggehauen. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass mich dieses Buch so sehr berührt. Das habe ich heute Morgen,
heute Morgen noch vor der Arbeit beendet und ich war erstmal etwas verheult und es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich werde dazu auf jeden Fall noch eine Videorezension drehen, einfach weil das Buch was war, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ich habe das über Vorablesen gewonnen, habe einfach mal mitgemacht, weil sich die Leseprobe ganz nett und interessant angehört hat. Aber mir war nicht so bewusst und auch nicht ganz so klar, um was es tatsächlich geht und wie tief das geht. Es geht hier um Annika, die so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Und ich habe hier sehr viele Erkenntnisse und Denkanstöße mitgenommen aus dem Ganzen und war sehr, sehr begeistert und werde auf jeden Fall jetzt schauen, was diese Julie Leutze noch geschrieben hat und werde mir da auf jeden Fall ein paar Bücher von ihr anschauen. Das war mein Lesemonat. Ich bin eigentlich recht zufrieden, weil, ja, 6 Bücher dafür, dass der Monat recht turbulent war, ist vollkommen in Ordnung. Ich hatte ja auf meiner Leseliste insgesamt 8 Bücher und zwar war da noch dabei, eine für 4, das liegt jetzt auf dem Sofa, das werde ich jetzt anfangen. Ich denke aber einfach nicht, dass ich das in den 3 Tagen noch beenden werde. Und, wo ist es denn? Hier. Und zwar 5 am Meer war ja auch noch drauf, aber das habe ich mich jetzt entschieden. Da gibt es auch noch ein Video dann dazu, das werde ich dann wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai direkt lesen. Deshalb bin ich zufrieden mit dem Ganzen. Das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.